Luca, meine lieben Freunde, ich darf euch heute recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Nicht-Lachen-Challenge. Zusammen mit Sandra. Sandra und ich haben uns hier jeder Leitungswasser vorbereitet, was wir gleich in den Mund nehmen werden. Hami befindet sich hinter der Kamera. Hi, Hami. Hallo. Wie geht's dir heute an diesem wunderschönen, ekligen Tag, wo es nur regnet? Super geht's mir. Und euch? Auch gut. Scheiße. War ich mit euch chille. Okay. Hami hat auf jeden Fall einige Witze vorbereitet, die sie uns gleich vorlesen wird. Sandra und ich haben Leitungswasser im Mund. Wenn wir lachen. Bro, es hat noch nicht angefangen! Wenn wir lachen, wird es dann auf jeden Fall so sein, dass man die andere Person halt nass spuckt. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall der Sinn des Videos. Ihr seht auch schon, wir beide haben Merchandise an aus dem vitamineshop.de. Ich habe einmal diesen geilen Vintage-Sweater an mit dem Smiley-Globus vorne drauf mit Blue Crew Worldwide, das ist ja mit 2011 hinten drauf. Sandy, stell mal deinen Hoodie vor. Luke hat mich gezwungen, den anzuziehen. Hier steht, keine Ahnung, sieht aus wie Schmutz. Und ja, auch unnötig, kauf nicht. Lukaminshop.de. Einmal voll machen, bitte. Okay, ich schwöre, ich f***e nicht, Junge. Okay, los geht's. Ey. Ja, komm, ja, du musst ganz schnell den Witz vorlesen. Okay. Doktor, dick sein. Das geht nicht, ich hab mich. Ich hab schon Rückenschmerzen, weil ich so lange muss. Eigentlich hättest du einen Witz vorbereiten müssen. Erst Augen zumachen, weil dann muss man den anderen nicht sehen. Hatte Luca die Augen zu? Ja. Ich auch nicht. Du nicht? Doch! Okay, jetzt sind wir jetzt wirklich. Doktor, dick sein ist nicht gut für die Gesundheit. Ey, ich hab darunter kein BH an. Ich will nicht meine liegen. Lass bisschen nur trinken, okay, und Augen zu. Ja. Dick sein ist nicht gut für die Gesundheit, Sie sind zu dick. Ich glaube, ich hole mir hier lieber eine zweite Meinung. Doktor, Sie sind auch hässlich. Vater zum Sohn, wie eine Sechs in Deutsch. Doch, übt mit du. Jo, das wird Lana. Das bist du! Ich hab diese ekligen Körner von den Nüssen, die ich eben gegessen habe. Ich muss kurz scheißen gehen, Alter. Ah, boah, ich muss richtig kacken gerade. Nein! Was hat eine Hose und ein Flugzeug gemeinsam? Im Notfall muss beides runter. Was ist das Wichtigste bei einem Schweißausbruch? Das Weh. Ein Beamter. Was ist das Weh? Wegen Scheißausbruch. Oder nicht? Ja. Schweißausbruch? Ey, du tropft das so eklig von der Nase. Was sagt ein Esel zur Giraffe? Alter, komm mal runter. Boah, das ist so, ey, wir sind so ekelhaft, Luca, ich schwöre es dir. Ey, ich fühle mich so ekelhaft und ich war einfach schon duschen heute, ne? Ich geh erst übermorgen duschen. Tut mir leid, von Herz. Ein Dieb sieht eine Bank und denkt sich, hey, die ist ja gar nicht gut gesichert. Am nächsten Tag bricht er ein, öffnet den Tresor, sieht aber nur ein Dutzend kleiner Joghurtbecher. Da denkt er sich, verdammt, aber egal, bin mega hungrig. Am nächsten Tag steht in der Zeitung, Verrückter hinterlässt Verwüstung in Samenbank. Hm? Welches Gemüse macht die besten Witze? Leute, ich hab kein Wasser mehr. Oh. Hm. Nein! In der Zeit, wo Hamis Wasser auffüllt, kann ich euch immer kurz die neuen Produkte hier vorstellen, meine lieben Freunde. Es gibt einen neuen schwarzen Hoodie mit einem doppelten Smiley-Design. Es gibt diesen blauen Vintage-Sweater, mein absolutes Lieblingsprodukt. Diesen weißen Hoodie. Es gibt ein neues Popsocket. Es gibt zwei neue Tassen. Es gibt ein neues T-Shirt. Es gibt noch ein... Hast du gerade gerückt? Ja. Boah, Junge, es ist so ekelhaft hier. Ja. So. Wisst ihr, was nicht ekelhaft ist? Luca-shop.de.
Sie, dein kindisches Verhalten ist schrecklich. Ich verlasse dich. Er, du kannst nicht gehen. Sie, warum? Er, der Boden ist Lava. Warum können Bienen so gut rechnen? Weil sie sich den ganzen Tag mit Summen beschäftigen. Was macht eine Wolke mit Juckreiz? Sie fliegt zum Wolkenkratzer. Ist schon lustig, wie es manche verwirrt, wenn der Satz nicht endet wie Pferd. Wenn ein Tropfen auf mein iPhone 12 kommt, dann kaufst du mir ein iPhone 13. Was sagt man, wenn sich zwei Nasen verlieben? Da läuft was. Was ist ein anderer Name für Urknall? Album. Wer ist jung und pinkelt neben den anderen Badegästen direkt ins Meer? Eine Meerjungsau. Ein Sportwitz. Berühmte letzte Worte eines Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Zwei deutsche Bankräuber. Radiomeldung. Zwei deutsche Bankräuber wurden gefasst. Sie haben versucht, das Geld zu versteuern. Schatz, ich hätte ja echt nicht gedacht, dass unser Sohn es mal so weit schaffen würde. Stimmt, das Katapult ist wirklich geil. Hol mal unsere Tochter. Warum klaut Robin Hood Deo? Er wollte es unter den Armen verteilen. Du checkst wieder nicht, ne? Mm-mm. Unter den Armen. Unter... Was erhält man von Kühen in einem Erdbebengebiet? Milchshakes. Ich hasse dich so doll. Alter. Ich hasse dich auch so doll. Junge, dieser Sweater ist so nice. Ist so nass. Da ist so Krümel drauf. Was ist das? Das sind noch meine Nussreste. Ich hab doch gegoogelt eben alles. Sowas kriegt ihr im lukas-shop.scheiße. Was hat im Bauch? Restlich? Boah! Lukas! Nein! Wir will das Video beenden? Fragt der Lehrer die Klasse, wie viele Kontinente gibt es auf der Welt? Alles auf Sonntag! Leute, wenn ihr dieses Video genauso beschissen fandet wie ich, dann. Sag bitte, dass wir das nie wieder tun wollen. Wir haben sowas ähnliches vor 2 Jahren oder so schon mal aufgenommen und da haben wir uns damals schon gesagt, wir machen das nie wieder, weil es so gottlos ekelhaft war. Aber jetzt haben wir es nochmal gemacht. Also wenn euch diese Nicht-Lachen-Challenge gefallen hat mit Hamis Witzen, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Das Merchandise, unter anderem der Hoodie oder dieser Sweater, sind jetzt seit heute im luka-shop.de zu haben. Also schaut auch gerne mal im luka-shop.de vorbei und Sandra hat die letzten 6 Worte. Ich hasse dich für mein ganzes Leben lang. Es waren halt keine 6 Worte. Ich hasse dich für mein ganzes Leben lang. 8. Du tropfst unterm Knie, ich halte mal.